Heute machen wir mal die Map von Concrafter aka Luca bzw. von seinem Minecraft-Projekt in Minecraft nach. Kann ich eigentlich richtig reden? Nein. Nummer 1, die Zauberinsel. So, das erste und wichtigste war natürlich diese kleine Insel, beziehungsweise diese Zauberinsel, die Luca in seinen Videos immer hat. Und die habe ich als erstes nachgebaut. Dafür habe ich übrigens auch World Edit benutzt und habe dann quasi die Emerald-Blöcke gegen beliebig andere Blöcke ausgetauscht. So aus, das seht ihr jetzt hier einmal. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus und wir gehen direkt. Und wir werden jetzt, also ich kann immer noch nicht reden, das ist ja wirklich großartig. Also, wir machen als nächstes den Stall und den hat Luca mir nicht auch in seinem Projekt gebaut. Mir war es möglichst wichtig, das Ganze vernünftig nachzubauen, dass es ungefähr ähnlich aussieht. Soll dann natürlich nicht 1:1 so aus. Und wie mache ich das jetzt aus? Mit Wasser, oder? Wie macht man denn Lagerfeuer aus? Ach du Scheiße, hä? Hä, was zum... Hä? Fässer oder Barrels benutzt hat. Ich glaube, der hat irgendwie hier einen Fassfetisch. Wobei, ich glaube, Luca hat auch einen Lichterfetisch, weil hier ist, er hat einfach auf seiner ganzen Map überall Lichter verteilt. Falls ihr übrigens fragt, ob ich einen Map-Download reinhauen kann, eventuell mache ich das. Schaut einfach bis am Ende des Videos. Nein, es regnet! Ah! Nächster Schritt, die Weizenfarm. Und dann habe ich angefangen, als nächstes mal die Weizenfarm zu bauen. Hier habe ich mich auch wieder an World Edit bedient. Nicht mit Emerald-Blöcken, sondern man kann quasi einzelne oder mehrere Blöcke kopieren und dann in eine Reihe setzen. Und gestern habe ich mir das zunutze gemacht, um nicht das ganze Feld von neu zu bauen. Das macht das Ganze auf jeden Fall deutlich einfacher. Allerdings hatte Luca einen kleinen Turm. Und außen waren zwei Steinblöcke und in der Mitte war, glaube ich, ein Zaun. Ich habe aber später erst gemerkt, dass das kein Zaun war, sondern eine Eisenfalltür. Also hat nur noch Wasser gefehlt. Okay, jetzt kommt der große Moment. Das Ganze wird jetzt fertiggestellt. 3, 2, 1. Nein! Nein! Ah, nein! Ein bisschen in die Hose, aber schlussendlich sah es dann so aus. Eine schöne, nice Weizenfarm. Und unser vorletzter Schritt war nun, das kleine Haus, was er noch gebaut hat, zu bauen. Und danach kommen wir nun zum richtigen Luca-Haus. Das war relativ einfach zu bauen. Ich habe es einfach nur nachgebaut. Die Inneneinrichtung konnte man sehr gut nachbauen. Das konnte man alles in den Videos sehr gut erkennen. Schritt 5 und damit der letzte Schritt, das Luca-Haus. Und alles andere, was dazugehört. Bäume, Fluss und alles andere, was wir noch brauchen. Ich werde euch gleich zeigen, wo sogar die Parallelen stehen, wie viel Mühe ich mir tatsächlich gegeben habe. Und ja, hallo Freunde damit zum Besuch auf Lukas Insel. Wir werden jetzt erstmal hier anlegen. Hier sind auch genauso viele Creeper wie in Lukas Projekt. Sehr nice auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt die schöne Weizenfarm. Die ist soweit fertig. Ich habe auch übelst viele Laternen aufgestellt, damit das genauso aussieht wie bei Lukas Projekt, weil er ja überall Laternen gestellt hat. Hier ist der kleine Fluss, den er gebaut hat. Ich glaube, den Eisengolem und alles andere haben wir auch. Hier ist die Farm auch soweit. Und hier ist das wunderschöne Luca-Haus. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ihr könnt mal gleich sehen, wie gut ich das eigentlich nachgebaut habe. Ich blende euch jetzt einmal einen Screenshot ein. Dass der Baum genauso sitzt, also da hinten sind ja zwei Bäume und die sind hintereinander platziert, damit es genauso aussieht wie bei Lukas Projekt. Ich glaube, das hier ist ein bisschen größer geworden als bei Luca, aber es ist auf jeden Fall ganz nice geworden. Und dann würde ich sagen, besuchen wir die Insel nochmal von oben. Es sieht richtig nice aus, richtig schön geworden. Ich glaube, tatsächlich einige Sachen fehlen noch, aber ansonsten habe ich die Insel, glaube ich, ganz gut getroffen. Danke fürs Zuschauen, bis hierhin, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Hier seht ihr noch den Abspann. Klickt gerne auf das neueste Video, was hochgeladen. Ich kann nicht reden, ich kann immer noch nicht reden.